Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärmann. Wir sind beim 38. Tag und der 23.10. ist heute und ja. Wie ihr seht, spielt ein bisschen spät im Abend. Aber es liegt daran, dass ich in letzter Zeit echt viel arbeiten muss. Und wir sind noch gut im Rennen, also haben wir jetzt keinen Tag versäumt. Ja, und geht weiter mit 100 Tage Challenge. Wir sind ja schon bald, in 12 Tagen haben wir schon die Halbzeit hinter uns. Also. Auch von mir selber sagen, dass ich ein bisschen stolz auf mich dann bin, das durchzuhalten. So, wir spielen gegen Zerg. Wir müssen auf jeden Fall unten dicht machen. Und ein bisschen schauen, wie wir den Zerg besiegen. Besten Zerg, nur Stress machen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Können den Zerg aber cheesen, ne? Was haltet ihr denn davon? Ach nee, wir spielen ganz normal, würde ich sagen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir müssen eh besser werden gegen Zerg. Also. Ja! 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 Guck mal, mein Gas ist ein bisschen spät. Wird aber wahrscheinlich noch nicht haben. Ne, Pool ist noch nicht fertig. Der Pool kommen wir später, da können wir aber normal spielen. Ja, kann ruhig scouten kommen. Das juckt mich jetzt auch nicht. Ich muss aufpassen, dass er mir hier keine Foxy Age reinsetzt. So aussieht, als hätte er das vorgehabt. Sagen, das ist eine Scheiß-Map. Weil lässt sich nicht wirklich gut dicht machen. Und der hat an der dritten noch nichts, also an der Echse noch nichts saturiert. Macht mir ein bisschen Sorgen. Oh, er hat viel Zeug dran, also ist eigentlich nicht so schlimm. Hat aber nichts gegen Flieger. Abgestimmt. Ihr habt nicht
So, wir gucken wir nochmal nach. Ah, wir brauchen langsam mal eine Exo. Wie kann ich euch helfen? Teleportation erfolgt. Ah, auf der Werte schon. Es ist vorherbestimmt. Ich bin hier in den Schatten. Kalt ist die Luft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das Zeitfenster ist klein. Gucken wir mal hier. Unsere Schicksale sind vereint. Die Sterne stehen gut. Eure Sonden werden angegriffen. Der Feind hat uns entdeckt. Extrapoliere Stränge. Lass unsere Feinde unsere Schatten spüren. Ich bin Sarsis wird angegriffen. Erneut dienen. Sehr weit. Ich spüre. Die Stränge des Schicksals liegen offen. So, wir müssen unsere Feinde unsere Feinde spüren. Was soll denn das? Das Zeitfenster ist frei. Für die Erde. In Arudinra. Unser Deal endet nie. So, ich bin trotzdem ein bisschen hinterher mit allem. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Sterne stehen gut. Lass mal gucken, was er schon hat, Schönes. Nasuktai. Hi, Boss. Es ist vorherbestimmt. Oh. Die Erstgeborenen werden auf siegen. Haben wir noch ein zweites gebaut? Keine Ahnung. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich glaube, wir müssen mal oben ein bisschen gucken gehen. Nicht, dass wir gleich überrannt werden. Ich habe auch zu wenig Gates. Mineralienfeld erschöpft. Basis wird angegriffen. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Nicht genügend Energie. Upgrade durchgeführt. Nicht genügend Energie. Basis wird angegriffen. Oder verliert jetzt alles? Online.
Ach, das ist, weil man nicht hinterherkommt als Protoss. Das ist total dämlich, ey. Kannst du eigentlich vergessen mit der Army. Komme ich nicht mehr gegen an. Upgrade durchgeführt. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Prismakern online. Hat mein eigenes Zeug gekillt. Wir werden. Vergiss es, GG. Gegen Zerg habe ich einfach keine Chance. Kommt einfach nicht hinterher, wird einfach nur überrannt. Bei Zerg muss man nicht viel können, man sieht es ja. Naja, wir spielen noch eins. Eins spielen wir noch. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt noch Terraner. Oder gar nichts. Mal sehen. Wahrscheinlich muss man im Zerg immer versuchen, einen Two-Base All-In fertig zu machen. Alles andere hat überhaupt keinen Sinn. Ach, schön. Meister-Terraner, ne? Das wird ja ein wunderschönes Spiel. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Wird eh Cheese spielen, also. Ich habe mich gescoutet. Jetzt spielen wir unseren Anfangsbild wieder. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Eure Sonne, ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Zu wenig Gas, ey. Ihr benötigt mehr Vespingas. Arbeitet der nicht? Ihr habt nicht. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Thank you.
Irgendwie passt es nicht. Ich kann den ersten Bild wahrscheinlich auch nicht mehr. Wir sind eins mit den Schatten. Sehr weise. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin das Herz der Finsternis. Ihr seid auf mich. Kalt ist, was ist, wir sind eins mit dem Schatten. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin das Herz, was ist euer Beginn. Ach ja. Forschung abgeschlossen. Cyclans. Faszinierend. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Na, wie sind wir nicht verändert? Das? Kein Bunker da? Oh, und jede Menge Cyclans. Oh, fuck. Jetzt. Ihr habt nicht genügt. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was? Ihr benötigt. Ich bin hier in den Schatten. Ihr müsst zusätzliche Schützen bauen. Dahin. Ah, ich habe meinen Warp Prism verloren. Ich bin hier. Ist nicht da. Da. Da kommen sie jetzt. Böse Damage, ey. Mineralienfeld erschöpft. Was ist das? Ja, er nimmt halt jetzt die dritte.
keine dritte. Ich nehme auch nur die Hälfte hier in der Tore. Okay. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Nicht erneut dienen. Jetzt kommt er. Verwendet mich. Haut er wieder ab. Mein Leben für Ajur. Wie ihr Befehl. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben. Noch mehr Tore, noch mehr. Ihr habt nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich kann nur hoffen, dass meine Upgrades fertig werden, bevor er angreift. Ihr habt nicht genügend Upgrades. Nicht genügend Energie. Erneut dienen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Niemals, ey. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ja, Blue Flame hat er. Nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Witz, oder? Na, GG. Naja. Das ist einfach nur ein Witz. Ein absoluter Witz, ey. Ja, ich
hatte auch keine dritte, also kam er ja auch nicht dazu. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.